Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Amazon FBA bei Markus. Hier geht es wieder darum, wie du auf Amazon als Verkäufer, als Händler Geld verdienst und in diesem Video einfach mal, wie du als Anfänger, als Einsteiger, der noch nicht so sicher ist und in China eine Riesenmenge an Ware bestellen will, seinen Einstieg schafft oder als jemand, der sagt, ich möchte zwar in China große Mengen an Waren bestellen, aber ich möchte es irgendwie einmal alles verstehen und das mit möglichst wenig Risiko. Oder du sagst, auch für mich ist das Ziel in China, die große Menge an Waren zu bestellen, aber ich habe das Geld nicht. Ich muss es irgendwie anders erarbeiten. Das kannst du auch auf Amazon mit Retail Arbitrage. Das ist sozusagen die Technik, wo du in Deutschland in Schnäppchenmärkten, auf Flohmärkten, irgendwo, wo Ware günstiger verkauft wird, die Mengen kaufst, die es da gibt, sei es ein Artikel oder sei es 20 Artikel, 50 Artikel, bis du sie leer gekauft hast. Und dann schickst du dann Amazon, dass die das abverkaufen. Und darum soll es hier in dem Video gehen. Das erkläre ich kurz mal. Plus, ich sag dir die 8 profitabelsten Nischen, in denen du Produkte dafür anbieten sollst auf Amazon. Also wenn du nach Produkten schaust, schau in diesen 8 Nischen nach. Das sage ich auch später im Video, deswegen guckst du ja mal komplett durch. Und warum habe ich diese Kerzen in der Hand? Das ist Nische Nummer 1 und zwar sind das Geschenke. Und das ist zum Beispiel was ganz Typisches. Du brauchst irgendwie für Weihnachten, für Geburtstage, für Muttertag, was weiß ich denn, irgendein Geschenk, irgendein Mitbringsel. Und normalerweise Kerzen ist sowas, da guckst du, dass die irgendwie möglichst billig findest, weil da möchtest du nicht viel Geld für ausgeben. Aber wenn du weißt, okay, am Wochenende ist Muttertag, ich muss jetzt was bestellen, damit es noch rechtzeitig ankommt, dann sind die Preise plötzlich ein bisschen nebensächlich, weil du willst diese Aufgabe Geschenk einkaufen, Geschenk bis zum Wochenende haben, abhaken. Und deswegen sind Geschenke so eine gute Kategorie. Und wenn du jetzt irgendwo zum Beispiel verschiedene Kerzen siehst, du könntest die einfach mal kaufen. Vielleicht ist eine Duftkerze dabei und irgendwie ein, zwei große Kerzen und irgendwie ein, zwei Kerzen, die ein schönes Muster haben und hast dafür, machst daraus einen Geschenkkorb, machst ein Geschenkset, Geschenkset aus 10 verschiedenen Kerzen, vielleicht ein paar kleine, die möglichst wenig kosten, ein paar größere, die das Ganze auffüllen und eine, die noch gut riecht und dann hast du ein Geschenkset aus verschiedensten Kerzen zusammengestellt, selber gemacht und kannst das als Muttertags-, Geburtstagsgeschenk, Weihnachtsgeschenk, je nach Saison verkaufen auf Amazon. Und du kaufst diese verschiedenen Anzahl von Kerzen, tust die in Tüten rein und schickst die ins Amazon-Lager und Amazon wird das dann an seine Kunden rausschicken und dir das Geld weiterleiten. Das ist die Idee dabei und deswegen muss man dann noch nicht mal in China Riesenmengen kaufen, sondern du könntest einfach 10 Geschenksets oder 50 Geschenksets daraus basteln, je nachdem, was dein Budget hergibt. Und deswegen musst du auch nicht irgendwie 1000 Euro investieren, sondern so, ich sag mal, so 10 solche Geschenksets aus Kerzen kannst du sicher locker mit, weiß ich nicht, 20, 30 Euro schon realisieren. Und das wäre dein Start. Und wenn du das durchgespielt hast, hast du verstanden, wie man auf Amazon verkauft. Und dann könntest du sagen, okay, jetzt mache ich die große Bestellung aus China oder ich shoppe weiter, ich suche weiter in diesen Schnäppchenmärkten und über die Zeit habe ich mehr und mehr Budget zusammengespart und verdient vor allen Dingen und dann kann ich das Ganze eine Nummer größer machen und meine Ware produzieren lassen. Und deswegen sind Geschenksets so eine gute Idee, weil sie es über das ganze Jahr laufen, wenn du es richtig beschreibst, weil es dann vielleicht für verschiedene Anlässe funktioniert. Und Dinge, für die Leute sonst nicht viel ausgeben würden, sind plötzlich viel wert. Und das können eben Kerzen sein, das können Pflegeprodukte sein, irgendwie Seifen, Shampoos, Creme, kann genauso ein Geschenkset sein oder all solche Sachen. Da brauchst du einfach nur kreativ sein und überlegen, was könnte zu was für ein Anlass, für was für eine Person ein tolles Set sein. Und das stellst du dann selber zusammen und hast du dadurch dein eigenes Produkt. Und das verkaufst du auf Amazon ohne viel Risiko, weil du eine ganz kleine Menge verkaufst. Ich habe auf meinem Handy noch ein paar mehr Nischen mir zusammengestellt, weil wir wollen 8 Nischen heute durchgehen in dem Video. Und grundsätzlich, wo kannst du das Ganze kaufen? Also du willst eben nicht aus China kaufen, weil du möglichst
das Ganze möglichst lokal kaufen willst, du willst sehen, was du kaufst und du willst kleine Mengen kaufen. Und da lohnt es sich einfach mal vor der Haustür anzufangen. Und zwar gibt es jede Menge Schnäppchenmärkte, die so Sonderposten verkaufen, die vielleicht mal im Laden irgendwie 2, 3, 4, 5 Euro kostet haben und die verkaufen sie für 1 Euro. Und das ist ja genau der richtige Platz. Die gibt es überall in Deutschland. Da würde ich mal einen ganzen Tag hin und mich mit meinem Handy bewaffnen, mit der Amazon-App. Und wenn du einen Artikel siehst, der dir ins Auge sticht, dann such den auf Amazon, schau, für was er da verkauft wird. Und wenn du siehst, dass er dafür deutlich mehr verkauft wird, dann kauf doch mal einfach alles, was sie da in diesem Schnäppchenmarkt haben. Und dann kannst du alles zusammenstellen und das an Amazon schicken. Dafür musst du dir einen Verkäufer-Account machen, im Seller Central heißt das. Den Link tue ich mal unter das Video in die Beschreibung. sellercentral.amazon.de ist das Ganze nämlich. Und da hast du zwei Mitgliedschaften, eine kostet 39 Euro im Monat und eine kostet nichts, aber da zahlst du pro verkauften Artikel schon mal mindestens 1 Euro Gebühr. Also bei 40 verkauften Artikeln im Monat lohnt sich diese professionelle Gebühr. Und dann bekommst du auch eine Handy-App, mit der du scannen kannst. Dann kannst du durch diesen Laden gehen und scannst die Produkte am Barcode und dann siehst du direkt, für was wird die auf Amazon verkauft. Und wenn du siehst, das ist ein Artikel, den ich verkaufen will, dann kannst du direkt über die Handy-App in deinem Seller Central einloggen, einstellen und direkt anbieten und hast direkt aus dem Regal oder von der Supermarktkasse aus dein Angebot kreiert. So schnell geht das dann. Deswegen lohnt sich auch diese Profi-Mitgliedschaft für 39 Euro im Monat. Aber wie gesagt, die lohnt sich, wenn du dann wirklich ein paar Verkäufe im Monat hast. Ansonsten kannst du es auch so durch den Browser über Amazon schon regeln. Und die nächste Kategorie, die wir uns ansehen wollen, ist Spielzeug. Spielzeug läuft immer. Kinder wollen ständig neues Spielzeug. Auch das sind super Geschenke. Leute gucken ständig nach günstigen kleinen Sachen. Und das findest du auch absolut in solchen Schnäppchenmärkten. Das findest du aber auch auf Flohmärkten. Deswegen lohnt es sich, neben diesen Schnäppchenmärkten auch auf Flohmärkte zu gehen und gucken, ob dort irgendwas günstig zu haben ist. Wenn du es siehst, tu es auf Amazon, check vorher den Preis. Und so als Faustregel würde ich einkalkulieren, 30% gibst du für den Einkaufspreis aus. Dann hast du noch Gebühren, die Amazon berechnet bei dem Verkauf, plus für das Versenden, weil Amazon versandt das für dich. Du musst nicht extra einen Paketdienst beauftragen, aber das stellen sie natürlich in Rechnung. Deswegen würde ich dann nochmal 30% so als grob zum Grüben überschlagen draufschlagen auf den Einkaufspreis. Und nochmal 30% für dich als Gewinn. Das heißt 30%, 30%, 30%. Wenn du also einen Artikel für 1 Euro einkaufst, solltest du den mindestens auf Amazon für 3 Euro verkaufen können, damit sich das Ganze lohnt. Beziehungsweise du siehst die Versandkosten direkt, wenn du es durchkalkulierst. Wenn du einen Artikel für 10 Euro verkaufst, solltest du ihn für 30 Euro verkaufen. So ist mal eine grobe Regel, mit der du erstmal so vorentscheiden kannst im Kopf. Lohnt sich der Artikel und dann ja, dann guckst du es genau auf Amazon an und kalkulierst dir das Ganze durch. Spielzeug deswegen lohnt sich immer, wird immer gekauft und wenn jetzt vielleicht gerade irgendwas ansteht, wie es gibt einen neuen Disney-Film, dann kannst du auch überlegen, okay, der kommt jetzt nächste Woche in die Kinos, was finde ich denn hier in den Schnäppchenmarkt? Zum Beispiel das Dschungelbuch oder Die Schöne und das Biest. Gibt es da vielleicht Spielzeug zu dem Thema? Weil du kannst davon ausgehen, wenn der Film in die Kinos kommt, wird das vermehrt gekauft. Und dann hast du deine Angebote schon auf Amazon zu dem Zeitpunkt, wo Leute das auch kaufen. Und noch ein Tipp an der Stelle. Es gibt Produkte, die sich viel verkaufen auf Amazon. Es gibt Produkte, die sich langsam verkaufen auf Amazon. Wenn du jemand bist, der jetzt ein kleines Budget hat, da suchst du natürlich, die viel verkauft werden. Wenn du natürlich viel Budget hast, dann würde ich auch die nehmen, die langsam verkauft werden. Weil wenn so ein Produkt ein Jahr lang liegt und dein Lagerbestand wird über ein Jahr lang abverkauft, dann ist es trotzdem gutes Geld, das du einnimmst. Und wenn du den langen Atmen hast, hast du vielleicht über die Zeit 20 Produkte, 30 Produkte bei Amazon liegen und jeden Tag machst du Verkäufe, ding, 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 ding und es kommt Geld rein. Und deswegen können sich auch solche Produkte manchmal lohnen, die sich langsam verkaufen. Das nächste ist sicherlich Küche, Küchenbedarf, Küchenhelfer. Leute sehen irgendwas im Fernsehen oder surfen aus Langeweile einfach auf Amazon und dann lohnt es sich, irgendwelche Küchenhelfer zu kaufen. Auch das sind super Geschenke zu irgendwelchen. Leute haben ihre erste Wohnung. Was bringen Leute mit als Geschenk? Immer Küchenhelfer. Und deswegen Produkte für die Küche lohnen sich deswegen immer. Manche verschleißen auch, die werden ständig neu gekauft. Und das Schöne daran ist, die sind nicht hochkompliziert.
kompliziert wie Elektronik. Von Elektronik würde ich immer die Finger von lassen, weil Leute verstehen nicht, wie sie es benutzen oder es geht kaputt, Batterien laufen aus. Deswegen ist Elektronik gar nicht auf meiner Liste. Aber Küchenhelfer ist etwas Simples, es wird immer gekocht, das kann ich dir sagen. Und deswegen ist das eine Nische, nach der ich in solchen Schnäppchenmärkten, auf Flohmärkten schauen würde. Das andere ist Haus, alles Einrichtung für das Haus, für alles aus dem Bereich Wohnen, das ist auf jeden Fall auch Gold wert. Das können eben solche Kerzen sein, das können vielleicht irgendwie kleine Möbel sein oder Regale, solche Dinge, die du siehst. Und das wird immer gekauft und es ist auch wieder etwas super Einfaches. Leute bekommen das, wissen direkt, was sie damit anstellen sollen und da kann nicht viel schief gehen. Außerdem Sport. Sport ist natürlich auch eine Kategorie. Leute wollen vielleicht abnehmen, Leute wollen irgendwas Neues probieren und kaufen sich dann Sportgeräte. Oder wer irgendeinen Sport macht, der will ständig seine Sachen aufrüsten. Der Skateboarder braucht neue Rollen oder der Skier muss sein Ski wachsen. Und was weiß ich, brauche Skistöcke oder eine neue Brille. Und Leute kaufen sich ständig gerne neue Gadgets für ihr Hobby. Deswegen ist Kategorie Sport das nächste, was du dir aufschreiben merken solltest, wenn du das machen willst. Und von hier aus kommen wir auch in die Kategorie Baby. Und da kann ich dir sagen, wenn Eltern ein neues Kind haben, ihr erstes Kind bekommen oder ein weiteres Kind, gibt es in dem Moment nichts Wichtigeres als das. Und da sind sie bereit, sich komplett auszustatten. Für das Kind ist nichts zu schade. Und da wird viel, viel gekauft. Deswegen ist das auch eine Kategorie, wo immer viel Umsatz gemacht wird. Und das sind auch wieder Geschenke, wenn Verwandte hören, hey, sie haben ein neues Kind, da helfe ich aus, da bringe ich irgendwas mit. Und deswegen ist das eine Kategorie, wo immens viel gekauft wird. Und alles, was irgendwie verspricht, praktisch zu sein oder dem Kind zu gefallen, das wird gekauft. Also wenn ein Kind neu geboren wird, da sind die Portemonnaies offen. Und deswegen ist das eine sehr, sehr gute Kategorie. Plus natürlich, solange es nicht elektronisch ist, ist es auch wieder ein sehr, sehr einfaches Produkt. Kommen wir jetzt zu Schuhe und Kleidung. Die kannst du natürlich auch super Secondhand kaufen auf Flohmärkten oder eben Ware, die vielleicht abverkauft wird, weil es aus der letzten Saison ist. Die kannst du dann günstig bekommen. Da ist mein Tipp, schau unbedingt auf Markenware und kauf keine No-Name-Sachen, weil Leute auf Amazon suchen irgendwas und umso besser dein Produkt den Suchbegriffen entspricht, umso besser wird es gefunden. Wenn es jetzt ein T-Shirt ist, kann ich ja sagen, unter dem Suchbegriff T-Shirts gibt es zigtausende Treffer auf Amazon. Hast du jetzt ein Adidas T-Shirt oder ein Hugo Boss Polo-Shirt, dann ist es umso einfacher gefunden zu werden und jemand kauft dein Produkt. Deswegen würde ich da unbedingt auf Markenware achten. Finde Marken, die sich wirklich verkaufen, die wirklich angesagt sind. Und dann wirst du auch Umsatz machen auf Amazon. Das gleiche gilt natürlich für Schuhe. Und von da aus eine sehr ähnliche Kategorie wäre Handtaschen. Das ist auch was. Frauenhandtaschen, darum geht's. Männerhandtaschen wahrscheinlich nicht. Welcher Mann hat schon Handtaschen? Und wenn, hat er wahrscheinlich alle fürs Leben. Aber Frauen, für die ist das ein Accessoire, mit, dass sie regelmäßig mal austauschen wollen, weil die regelmäßig was Neues haben wollen oder zu bestimmten Outfits bestimmte. Auch da gilt, achte auf Markenware. No-Name-Handtasche wird schwierig zu verkaufen sein, bekommst du auch los, wenn sie irgendwelche besonderen Features hat. Aber ansonsten, Markenware ist da auch sehr, sehr wichtig. Und da wären wir auch schon durch, das war Nummer 8. Also ich hoffe, dir hat die kleine Liste gefallen und die Idee, wie du da reinkommst. Wie du einen Seller Central Account einrichtest, dafür findest du auch ein Video auf den Channel hier. Und ansonsten werde ich... Wow. Hinter mir finden gerade Katzenkämpfe statt. Hat mich gerade aus dem Konzept gebracht, sorry. Aber deswegen lass ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Klick auf das Abonnieren-Zeichen darunter, auf das Glockensymbol auch daneben. Dann wirst du immer informiert von YouTube, wenn ich ein neues Video rauflade. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.